transmitten. Ist das das neue Ziel? Ja, aber du kannst ja keinen TNT-Block in das 8-Block-Gebiet setzen. Nö, aber davor. Und dann wird der. Nein, aber so kannst du ja dann alles immer kaputt machen. Das ist, ob das jetzt eine Mauer ist. Das ist besser, die machen erstmal die Mauer kaputt. Nee, achso, weil sie dann reinkommen und alles abbauen. Okay. Dann kommen sie rein und nehmen sich alles weg und können drin dann noch mehr Kanonen aufbauen. Naja. Ja, dann hier wird unser neues Zuhause gebaut, Let's Metro. Ich kann dir bei Skype die Koordinaten schicken, wenn du willst. Du siehst ihn ja jetzt sowieso, fällt mir gerade auf. Zeigst du dir etwa gerade wieder im Stream? Naja, es wird komplett briefing-sicher, ist völlig egal, wer es weiß. Naja, ich schick sie dir da einmal. Jeder, der unser Stream sieht, darf dahin. Wir haben 16 Limit. 4x4. 4x4. Das heißt 50 breit, 50 lang. Das ist gar nicht so wenig. Also soll ich einfach hier anfangen und dann erstmal 4 in irgendeine Richtung? Wollen wir nicht einfach einen Tick weiter weggehen, dass wir nicht dieses Loch da haben? Wieso 4, hä? 4x4 Claims kannst du. Dass wir einfach hier hinten hingehen. Ne, die sind ja irgendwie größer irgendwie. Oder so. Hä? Nein, ich finde, hier ist okay. Ja, aber das ist das Loch. Ja, und? Diese riesige Mine. Ja, das ist eine potenzielle Sicherheitslücke. Wird ja da fast alles unterirdisch gebaut wird, musst du unterirdisch sowieso komplett neu abkapseln. Hm. Okay. Gut, wir können auch ein bisschen weggehen, wenn es dir lieber ist, hier hin oder so. Also theoretisch, hier ist ja flaches Land. Ja, ist meinetwegen, dann gehen wir eben hier hin oder so. Aber ich würde den Fluss nicht mit reinklemmen mit dem. Dann müssen wir ihn austrocknen. Nee, deshalb, hier würde ich. Was ist hier? Bist du nicht im Wald? Hier sollte gut gehen. Also hier Mitte. Also zwei Claims in die Richtung, zwei Claims in die. Ich stelle jetzt hier mal einen Block hin. Blob. Also wir können es ja auch abstecken. Hier rauf und dann Claim und dann gehen wir. Moment, hier 8. Ja, Claim erstmal. Hier musst du erstmal claimen. Und dann siehst du ja, sobald du nicht mehr drin bist. Moment. Entschuldigung, so. Hä, was sind das denn für Koordinaten? Wieder mal andere. Hier krieg ich die Nachricht, ne? Da. So, hier ist unclaimed. Das hier ist jetzt schon wieder Wilderness. Sind das mehr geworden, irgendwie? Ja, es sind 8, ist es breit. So. Nee, es ist 16 breit. Es ist, ja, aber... Ja, das war früher 8. 8 in jede Richtung. Ist es 16 in jede Richtung? Ah, oh, Moment. Das ist nicht. Das ist kein Zentrum. Das ist nicht das nee, Center. Nee, genau. Hier bist du sofort wieder raus. Aber wieso? Weiß ich nicht. Das war früher doch zentral. Ich glaube, in die Richtung, in die du guckst, wird es dann geklärt. Ja. Nein, aber guck mal. Ich habe nach unten geguckt. Len, was markierst du? Markierst du die Wilderness oder letzten Gnomenpunkt? Letzter Gnomenpunkt ist. Hier. Ja, markiert man nur die letzten Dingspunkte. Den letzten Gnomenpunkt, ne? Das ist der letzte Gnomenpunkt. Warte, ich gucke auch nochmal da. Ja, okay, ich habe jetzt die beiden letzten Gnomenpunkte markiert. Ja. Nee, Moment, hier ist der letzte. Das ist aber eine komische... Was ist das denn für eine Form? Das könnte es sein, dass ihr einfach zu schnell seid für den Stream? Also für den Server? Nein, das glaube ich nicht. Wie claimt er denn da? Hier. Das ist ja eine asymmetrische Form, sage ich mal. Also, guck mal, du bist irgendwie im... Hä? Du stehst ja nicht im Zentrum oder sowas. Achte mal auf die Koordinaten. Nee, das stimmt doch alles. Nein, aber guck mal, wo... Also. Ich habe hier geclaimed. Tim hat da geclaimed, das macht überhaupt keinen Sinn. Da, Chunk. 3316, 4405 wurde angezeigt. Da, es geht nach Chunks. Ach so. Es wird ein gewisser Chunk. Ach so, das heißt, wenn du jetzt hier rausgehst,
Und hier, Dings, dann kriegst du den ganzen Chunk, nicht nur 16 Blocks, okay. Dann krieg den Chunk. Ja, dann geh einfach immer, dann ist es ziemlich egal, wo du stehst. Das ist einfach einfacher ist für die. Gut, dann würde ich hier den nächsten claimen. Also, mach mal lieber hier. Das ist ja auch eigentlich 15, eins. Du musst ja nur rausgehen. Du musst nur raus, das ist nicht wichtig. Und wenn du drin stehst, kannst du ihn, glaube ich, nicht claimen. So, jetzt haben wir hier. Jetzt hast du 4407. Jetzt gucken wir, wo es hier zu Ende ist. 4408. Komm mal hierher, Tim. Nee, warte mal, hier ist doch. Hier muss er noch klären. Wir machen erstmal die Länge. Hier ist 4408. Ich würde das doch einfach ein sich verbreiterndes Quadrat machen. Ja, ein Quadrat kriegen wir ja noch hin. Wir haben ja 16 Claims. Ja, eben. Ich würde. Wenn wir 3 mal 3 machen, haben wir 9. Jetzt haben wir 3 und jetzt habe ich noch einen. Warte. Es ist viel einfacher so, ne? Ja. Eigentlich, wenn man einmal weiß, wie es ist. Man braucht gar nicht auf diese Achter. Man muss nur die Stelle finden. Du musst einfach, Tim, lauf einfach so ein bisschen, bis du wieder in der Wildernis bist. Das hier ist 15. Nee, stopp. Wir haben jetzt 4. Ja, ja. Achso, genau. Ich meine, 4408 und 15, das ist hier. Genau, hier. Nee, da verliert ihr die Übersicht, glaube ich. Ich würde jetzt immer jetzt wieder nach rechts zurück. Dass wir wissen, wie lang es sein soll. Machen wir doch gerade. Nee, du läufst gerade, du machst gerade die Längsseite. Wir haben. Ich würde jetzt hierhin zurück. Ach so, ah, okay, du willst. Immer hin zurück, damit du es nicht breiter machst oder so. Ja, aber ich dachte, man 4x4 und dann. Tim, machst du das mit Phil? Ich such mal die Eckpunkte und markiere die, dass wir die gut sehen. Hier hinten ist eine Höhle beim Lavasee. Du musst jetzt einfach auf der Linie 15 bleiben und hier ist 4407 als nächstes. Das ist ja noch alles. Moment, wo ist denn? Also hier ist 15 und 7. Das musst du dann als nächstes nehmen. Tim, kann ja sein, dass du hier noch geclaimt hast. Nochmal, ein fünftes Mal. Weil das kommt mir so weit vor. 4408 ist noch geclaimt. Das gehört noch zu uns. Hier ist 09. Ja, 09 brauchen wir nicht. Ach, 09. Ist aber noch, wenn Paul sagt, da ist noch. 09 ist zu viel. Und 9 sind waren 5 jetzt. Nee, es sind aber 4. 4, 5, 6 und. Nee, 5, 6, 7 und 8 hatten wir. Es sind 4 Landcount. Ah ja, hier ist, ne? Ach, hast du schon gemacht, sehr gut. Wird's fast ein bisschen höher machen. Was? Nee, wir machen gerade, wir stecken gerade ab die Grenzen. Ich suche mal auf der anderen Seite. Nenn, was brauchst du da hässliches? Ach, einfach so ein kleines Holzhaus. Also wir haben jetzt 6, 7, 8 und 9, oder was? Okay. Gut. Das stimmt dann, ja. 6, 7, 8 und 9. Und dann haben wir 16, 15, 14 und 13 in der Breite. Also, das ist richtig groß. Gut, das hier muss unser Eckpunkt werden. Habt ihr den nächsten Eckpunkt schon? Hier ist 4x4, also 4x4 ist das Ende, ja. Also, es ist noch nicht geclaimed, aber hier wird er sein. Ja, gut, okay, dann. Ich warte aber, bis geclaimed ist, damit wir wirklich genau den Dings haben. Aber das wird riesig. Also, ich finde, ganz ehrlich, so groß kannst du kein Haus bauen. Das muss eine Festung werden. Ja, das soll ja auch gar nicht. Also, ich wollte ja auch gar nicht das gesamte Gebiet mit dem Haus bebauen.
Ja, dann mache ich dann. Mache ich noch oben eine Mauer drauf. Ich finde, das kann man machen. Ja, jetzt ist genau richtig. Ich wollte ein Haus über den Eingang bauen. Und drumherum kann ja gebaut sein, ich, was ihr wollt. Ja, okay, das kann man. Ach, guck mal, da hinten ist was. Ach, das ist das Village-Haus, oder? Wo ist da hinten? Hier, ich. Achso, ja, das ist das Village. Na ja, gut. Sieht ja ganz nett aus für die Nachbarschaft. Gut, aus Sicherheitsgründen sollte man, sag ich mal, 3-2 Blocks Abstand halten vor den Eckpunkten, damit es nicht zu leicht durchzusprengen ist. Daran muss man ja denken. Sie können, wenn wir es wirklich absolut griffingsicher machen willst, musst du daran denken, dass sie es aufsprengen können. Also runtergraben daneben und irgendwo in die Wand reinsprengen. Aber gut, dann kommen sie rein und mehr können sie auch nicht machen, ne? Wenn wir es komplett claimen, nicht, ne. Deshalb, das ist ja völlig egal. Gut. Also, das ist ziemlich groß. Wenn ich mir das so angucke. Unser Heim. Und wir haben jetzt ein Häschen hier drin. Mit roten Augen, das ist irgendwie fusselig. Ja, bring's um. Stirb. Stirb, stirb. Ich glaube, Alessia wird mich dran hindern, oder? Kann sie nicht, wie denn? Wo ist der Hase hin? Hier hinten hoppelt er rum. Stirb. So, ich stell jetzt mein Bett dahin und dann ist gut. Ein Creeper. So. Perfekt. Ich brauche ein Bett. Hat jemand noch eins übrig? Da liegt noch eins. Ich hab auch zwei. Wo liegt noch eins? Ja, da, also das ist das, was ich benutze. Ich glaube, die kann man aber mehrfach benutzen. Oder kann man nicht? Doch, nee. Ich weiß es nicht. Lieber nicht provozieren. Ja. Ich habe noch eins reingeworfen, das könnt ihr haben. Ja, habe ich bis. Gut. Also ihr könnt euch jetzt hier schon austoben. Ich werde jetzt aufhören für heute. Ja. Aber dann haben wir jetzt neuen Startpunkt, sage ich mal. Da kann man ja was Schickes draus machen. Und Lava haben wir auch, so wie ich sehe. Mhm. Und sucht euch mal Sachen zusammen, falls ihr was von Hobby King noch haben wollt. Ah, das ist sogar Lava, die man in einen Eimer tun kann. Ja, aber davon haben wir ja nichts. Doch, damit kann man Öfen behalten. Ja. Wenn Kohle mal wieder knapper ist als Eis. Ja, weiß ich aber nicht. Das sieht dann ja wieder nicht gut aus. Wieso kann man die Lava jetzt auf einmal in einen Eimer tun? Oder? Weil die steht. So, Alessia, du gehst da in die... Ach so, ja, ich dachte, man darf Lava nicht benutzen. Das ist dein Raum. Ich dachte, ich kann sie verwenden. Was soll denn das? Alter, die Bilder. Weil du kein Mädchen bist. Weißt du doch nicht. Das ist meine Gefühle verletzt. Zumindest nicht danach. Gut, aber ganz kurz. Der Schönheit wegen möchte ich eben das noch abreißen da oben. Das stört mich. Was? Kommt raus, dann seht ihr es. Ach so, ja. Wer hat denn das dahin gebaut? Ja, ich nicht, das war der Vorbesitzer. Irgendjemand Truhen? Hm? Truhen hatte ich. Truhen oder so? Zehn habe ich hier. Also mein, ganz grob für den Plan, du wolltest also ein kleines Haus, darunter die also unterirdische kein Landschaft? Winziges, ne? Aber halt ja. Keins, das das gesamte Gebiet einnimmt. Also bei der Größe würde ich sagen, Mauer drum. Und in der Mitte lustig drumherum bauen. Ja. Und natürlich trotzdem das Unterirdische nutzen, ja, klar. Das Unterirdische, aber das man, soll man kann zum Beispiel oberirdisch Farmen machen. Also guck dir an, wie viel Platz das ist. Das ist so viel. Also da kann man viel machen. Ich werde mich, glaube ich, als erstes an ein paar Farmen setzen, dass wir ein Nahrungsmittel haben und dann einfach mit der Mauer anfangen. Weil wenn, beim Ausgraben von unten wird man so viel Steine finden. Ja. Gut. Also wenn ihr... Guck mal, da hinten ist auch noch was. Wo da hinten? Achso, ich sollte auch eben in meinem Bett schlafen, bevor die Nacht jetzt zu Ende ist. Alessia, warum... Wo ist... Nee, falsches Zimmer.
Komm da weg, das ist mein Bett. Du schläfst in dem eierigen Raum. Ist auch gemein, wird einfach ausgeschlossen. Nee, das, das muss so. Ich hab Creeper gefunden. Hey. Du schläfst da, wo Tim jetzt steht. Und guck mich nicht so an. Im Lagerraum. Du hast das zu einem Lagerraum gemacht. Das war gar kein Lagerraum. Alter, das ist ein Lagerraum. Tim hat das zu einem Lagerraum gemacht. Zwei S heißt zwei Zellen, ne? Ist dann 7,4, oder? Ja. Brauche ich was von Tommy King, ne? Gut. Ich will mir, glaube ich, auch einen zweiten AK-Akku, wenn wir gerade über die Dings bestellen. Ja, ist natürlich, also für alles, was mehrtägig ist, braucht man zwei Akkus. Also man kann mit einem Akku einen Tag lang spielen, wenn es ein guter Akku ist. Mhm. Ganz klar, aber zwei Tage. Beziehungsweise die meisten zweitägigen Events sind ja so der Samstag von morgens um 7 bis abends um 8. Das ist einfach trotzdem mal deutlich länger als 11 Uhr morgens bis 17 Uhr. Die Akkus sind einfach mal extrem günstig bei Dings, ne? Ja. Also der Akku für die Pistole kostet 3,78 €. Der letzte nicht vorschreibt. Der ist auch eine 300 mAh. Ja. Wenn ich komme, dann stelle ich deine Kiste hin, weil ich von jedem Holz 64 habe, also noch nicht fertig gemacht ist. Und von jedem Baum 20 und Blumen. Oha. Oha, das ist aber einiges. Bist du gerade online? Nee. Schade. Gut. Aber Tim läuft hier wieder nackt rum. Tim, nur weil wir hier neu sind, heißt das nicht, dass du hier wie Robinson Crusoe durch die Gegend laufen kannst. Ich habe eine Vase mitgenommen. Ich glaube, niemand hat irgendwelche Vasen mitgenommen. Doch, ich konnte mich nicht trennen davon. Tim hat tatsächlich die Blumenvase mitgenommen. Oh Mann. Tim, zieh dir bitte was an. Das ist die ganze rattig. Keine Kommune. Zu der Zeit, ich bitte was an. Alter Schwede. Er will diesen Stream eigentlich sehen. Jetzt Metro. Polysaccharid. Der auch. 1,7 Spawn. Ja gut, ich sage jetzt 20 Minuten, ich bin weg. Jetzt bin ich wirklich weg. Okay, die Dings legt wahrscheinlich gleich auf. Da müsst ihr neu anrufen. Jo. Dann bis dann. Ciao. So, da sind wir wieder. Hallo. Hallo. Irgendein Plan, was wir als erstes machen oder einfach hier drauf los? Also ich baue das Haus hier. Ihr könnt was anderes machen. Ich krieg das mit dem Haus alleine hin. Ihr könnt die Mine von unten, die da drunter kommt, graben. Machen wir die Mauer wieder aus dem Stein? Theoretisch, wenn wir schon was Briefing-Sicheres machen wollen, dann können wir sie gleich das Obsidian bauen. Alter, ich habe gesagt, ich baue die Mauer. Hör auf, da rumzubauen. Oh, du bist so nett. Geh da weg. Du bist so unglaublich nett. So fängt es an und beim Mord hört es auf. Ja. Und zieh dir was an, Tim. Ich hab nichts, ich bin arm. Ja, das hab ich befürchtet. Meine Rüstung muss da glänzen. Oh, dieser Chat. Oh, Tim, dein Waffenständer ist kaputt gegangen. Paul, hat sich ausgelockt? Doch, jetzt. Danke. Len, du solltest dir ein Beispiel daran nehmen. Aber das soll... Ich hab... Wie denn? Woran denn?
Eine bessere Hälfte baut alles wieder ich auf. Ich hätte keinen Platz mehr im Inventar. Außerdem würde ich das nicht als bessere Hälfte bezeichnen. Wahrscheinlich eher so besseres 7/8. Wenn ihr zusammenwohnen würde, würde ich sagen, sie wirft dich raus. Das kommt später. Das rauswerfen und zusammenwohnen. Ich glaube, ich planiere hier erstmal alles. Alter, diese Massen an Bildern in dem Haus. Das ist doch schön. Wir sind halt kulturell geprägt. Ja, ja. Das sagst du jetzt. Tim? Mhm. Sie behauptet, sie würde mich nie im Leben rauswerfen. Sag ihr, dass die Zeit wird kommen. Ja, sag ihr, dass ich unerträglich bin. Das soll jetzt nicht heißen, dass ich mit Len schon mal zusammen gewohnt habe. Also nicht länger als 1-2 Tage. Ja, natürlich werden wir dieses Mal einen Boden einbauen. Hallo Poli, Sachali. Wieso dieses Mal? Letztes Mal hatte doch jeder sein eigenes Haus. Da konnte man sich doch aussuchen, ob es einen Boden hat oder nicht. Die Tür wäre schön. Ja, brauchst du Holz für eine Tür? Nee, allgemein eine Tür, wo man raus kann. So. Ach, da wo jetzt die Betten stehen, haben wir keinen Boden mehr, das ist richtig. Ach, ich sehe jetzt erst, dass der Chat sich von Twitch in den Minecraft-Chat eindingst. Fenster wären auch nett. Ja, meckert nur alle rum an dem, was ich hier für euch aufbaue. Holz, ja, wir haben ordentlich Holz vor der Hütte. Gut erkannt. Sagt man dazu Holz? Amperestunden. Ich finde, Phil hatte eben ganz recht, dass das Muster da, also dieses abwechselnde Muster, aber ich würde sagen, das nehmen wir auch für unseren Boden. Ja, ich würde Birke Spruce aber nehmen. Ja, also ist noch ein bisschen extremer. Genau, aber halt beides. Und ich würde vielleicht Streifen nehmen anstatt, also als Parkett anstatt als Schachbrettmuster. Oder Karo. Ja, das würde glaube ich auch gehen, aber Schachbrettmuster ist immer sehr flashy. Oder Kreuze. Sechsen. Oder Hakenkreuze. Nein, ich meinte jetzt so. Also war wieder klar, Phil. Du hast auch NPD gewählt heute, ne? Mhm. Hallo, die brauchen auch mal ein bisschen Stimmen und so. Sterben die ja. Die müssen auch mal gewählt werden, sonst wäre das Papier, auf dem die sich stehen, ja verschwendet. Mhm. Seid ihr Nazis? Nein, natürlich nicht. Wir machen Witze. Mann, vielleicht sollten wir damit aufhören. Also und mal davon abgesehen, kann man glaube ich auch kein ordentliches Hakenkreuzmuster in Minecraft auf den Boden pflanzen. Warum nicht? Also nicht, wenn man ein so kleines Haus hat wie wir. Ach so, nein. Das aber... Nee, meintest du mit Streifen? Also... Ich glaube, Phil meinte mit Streifen entweder durchgehend. Also ich finde, das sieht jetzt eher verwirrend aus.
Ne, durchgehen nicht, so einzelne Blöckchen sozusagen. Also, so. Du meintest zwei. Also, sie hat hier jetzt zwei und dann immer abwechselnd. Genau, so sieht's ganz cool aus. Ich find's irgendwie. Ich find's besser als Karo mit Muster. Also, darf ich einmal? Ich nehme hier mal kurz ein bisschen was weg und dann. Ja, also von mir aus darfst du. Ja, nee, ich genau, mein, alles. Ich zeig einmal, wie ich mir das gedacht habe mit den Kreuzen, das stimmt. Ja, ich sehe nur den Stream zu, ne? Du musst bedenken, dass ich Verzögerung habe. Ja, klar, ich weiß, aber. Ach, bist du auch aus dem Spiel raus jetzt? Mhm. Quatsch, den der da muss natürlich weg. Ich glaube, er glaubt uns nicht, dass wir keine Nazis sind. Was macht ihr da? Wir bauen uns ein neues Haus. So. Und dann. Hier das nächste. Wobei ich auch nicht genau weiß, wie das dann aussieht, ne? Und ich habe keine Axt mehr. Ah. Das ist der Boden. Warum dauert das lange? Weil das wichtig ist, wie der Boden aussieht. Das sieht jetzt aber naja aus. Ja, irgendwie sieht man könnte so Querstreifen machen. Probieren wir das mal aus. Bestellt man aus dem UK Warehouse oder aus dem USA Warehouse? Weiß ich nicht. Aus dem Internet Europe. Vom letzten Mal, das wissen wir auch nicht. Du meinst wahrscheinlich Leon Boy 50, ne? Der Grief hat, der hat Angst oder so. Dessen Erklärungsversuche waren zu gut, da hast du recht. Ja, genau, das ist das Schachbrettmuster, das sieht. Also, ich finde es ganz schick, aber jetzt, also mit diesem Extremunterschied, sieht es tatsächlich sehr nach Schachbrett aus. Also gut, ich überlasse dir den Boden und gebe mich. Das ist doch wohl voll Schachbrettmuster. Ja, ich weiß nicht. Mach du den Boden, ich überlasse es dir. Ich äußere mich dazu nicht mehr. Ich weiß es sowieso nicht besser. Genau. Endlich hast du es erfasst. Ja, tut mir leid. Bin ich schwul? Was? Wie kommt was? Was? Wie kommst du darauf? Was? Hallo. Jetzt wäre der Zeitpunkt, dich zu outen. Nein, bis jetzt nicht. Achso, soll ich auch nehmen? Nee, ich würde das so lassen. Weil ich für den Boden brauche. Denk's, ja. Der Boden ist eine sehr wichtige Angelegenheit bei einem Haus. Oh, Zombie. Wie sieht's mit euch aus? Was vom Hobby King? Also ich bestelle es später, aber ich packe jetzt schon mal so ein bisschen zusammen. Wir haben zufällig Innenläufe und Pop-Ups. Die haben Airsoft-Accessoires, ja. Ich bin gerade überlegen. Also Headgears. Mit meiner Software selber bin ich soweit zufrieden. Ich weiß jetzt nicht, wo drunter das ist, deshalb muss man selber gucken. Was ist ein Hobby King? Ein Hobby King ist ein Laden. Ist nur ein Versandhandel. Ja, also. Haben die auch eine Dingstelle? Ich glaube nicht. Ich glaube, das ist ein Online-Shop. Die haben auch viele günstige Red Dots. Echt? Aber ich habe schon genug Red Dots.
Das, was ich gerne hätte, ist ausverkauft. Wobei, schick mal eben Link. Ich brauche noch einen Red Dot für die UMP. Also ich brauche ihn nicht, aber es sieht besser aus. 26 Euro sehe ich jetzt gerade das günstigste. Das klingt tatsächlich nicht so teuer. Wobei, darf ich das kaufen alles, ja? Verwaltet sie schon dein Geld, oder was? Ja, aber ich muss mich daran gewöhnen, dass sie es wird. Dafür kriege ich wieder Ärger. Mann, oh Mann. Alter Schädel. Bevor ihr das falsch versteht, das geht nicht von ihr aus. Das kommt von dir, ne? Das kommt nur von dir, ne? Bin ich ja froh. Du wirst gerne kontrolliert, ne? Genau, ich mag das. Ich bin das, dann trage ich weniger Verantwortung. Hier, Outer Barrels, falls du das willst. Also außen noch. So, Link anklicken. Ich bin gleich wieder da. Ihr seht jetzt kurz mein Menü, das ist auch total spannend. Hier, Internal Accessoires. Die haben das Red Dot, was ich gekauft habe, für weniger. Mist. Also die haben Hop-Ups, ja. 40. Das ist rot, nee, das ist hässlich. Obwohl ich glaube, ich lieber von Vegardi sowas bestellen würde. Ja. Hop-Ups, oder was? Ja, allgemein Airsoft-Sachen, ja. Also außer Akkus. Ja, wahrscheinlich. Weil die nicht danach aussehen, als hätten die jetzt hier die... Ja. Obwohl die echt viele Sachen haben. Zwei Seiten, A50 Items. Aber das sind, also von den Red Dots her, sind das halt alles nicht so die Dinger, die ich nehmen würde. Ne, ich nehme nur das 13 Euro Dings. Hm? Was ein Dings? Das 13 Euro Red Dot von Paul. Also Preis-Leistung ist bei dem Ding echt gut. Ja, und das denke ich, nehme Klapper Red Dot auf einer Klapper AK. Aber ich bin echt erstaunt, dass das auf einmal wieder funktioniert hat. Was? Das Red Dot? Ne, meine AK. Achso. Ja. Ich würde mich aber trotzdem nicht beschweren. Habt ihr Waffen? Ja. Haufenweise. Das stimmt sogar. Ich dachte, ihr seid keine Nazis. Was nun? Naja, also in Amerika sind ja auch nicht alle Leute Nazis. Trotzdem hat da jeder eine Waffe, mindestens. Auch ein leichter Vorurteil. Leichtes. Ja, aber ein wahres. Also ich finde, man muss nicht Nazi sein, um Waffen zu haben. Ne, Moment. Doch, das ist richtig so. Man muss nicht Waffen haben, um Nazi zu sein. Stimmt wahrscheinlich auch, aber das ist, lässt uns dann wieder schlechter dastehen. Was redest du, oder? Da behauptet jemand, dass wir Nazis wären, weil wir Waffen haben. Aber die sind ja nicht mal echt. Kannst du das denn beweisen? Dass sie nicht echt sind? Einmal gegen den Kopf schießen, wenn du noch lebst, sind sie nicht echt. Kannst du beweisen, dass du Waffen hast? Ich bezweifle generell, dass die meisten Waffen, also dass echte Waffen auf Akku laufen. Puh, Läufe sind teuer. Ach. Jupp. Aber Längen besser als sie eingebaut. Les Metro fragt, ob sie sich bei uns dann um das Essen kümmern sollen. Ja, gerne. 6,01 mm. Oha. Das ist aber eng. Auf keinen Fall benutzen. Warum? Das ist zu eng. Die, sobald du nicht einen gewissen Standard an Kugeln hast, die sind sehr teuer, verkanten die.
Deswegen 6 mit 3 sind die besten. Alter, was ist da denn alles drin in so einer Scheißwaffe? Bin wieder rausgeflogen, weiß gar nicht. Das haben wir gehört. Ja, wo ist die Tür hin, die ich hier... Warum hast du die abgebaut? Danke. Da sollte Boden anders sein. Na gut, das ist... das verstehe ich. Braucht man gleich eine komplett neue Hop-Up-Unit? Also ich werde meine kaufen. Meine ist kaputt. Schlecht gefertigt. Naja, ich habe meine Waffe noch nie aufgemacht, deshalb weiß ich das nicht. Ich hasse Baby-Zombies. Ich meine, klar, sie sollen süß sein, aber nee, irgendwie sind sie nicht. Und eine Frage noch, sehe ich das richtig? Eure einzige Gegenargumentation, dass ihr keine Nazis seid, war, dass die Waffen gar nicht echt sind? Nein, wir haben auch damit argumentiert, dass nicht jeder, der Waffen hat, Nazi ist. Aber da wir vorhin schon gesagt haben, dass Phil die NPD gewählt hat, ist das, glaube ich, nicht überzeugend. Dabei stimmte das nicht mal, das war nur geraten. Also, dabei stimmte das nicht mal unbedingt, das war nur geraten. Der Nazi von heute wählt ja die AfD, ne? Darf man sowas online sagen? Ah, dass der Nazi von heute die AfD wählt, das darf man sogar im Fernsehen sagen. Guck dir die Heute-Show an. Bei der Feder eine kleinere M-Zahl ist stärker, oder was? Nein. Also... Eine M100 schafft 100 Meter die Sekunde. Das geht dann rauf in 10er Schritten. Ach so, genau. Jetzt gegen die AfD. Wobei das so nicht auch irgendwie wahllos ist, weil du kannst ja verschieden abdichten. Weil hier ist ein Begadi-Motor, der schafft nur eine M100-Feder. Aber es ist doch das ist aber 20er oder 130er eingebaut, oder nicht? Ich glaube, Stock ist bei uns noch 120er drin. Was ist das denn für ein scheiß Motor? Achso, super Highspeed, damit der. Das ist halt extrem schnell, ne? Halt für AEGs, also Dauerfeuerdinger. Ich glaube, so weit war viel dann auch schon. Also eher High Torque. Sonst hat die heute schon nichts mehr, das ist richtig, aber. Die AfD hat ja gerade heute in der Wahl, hat sie ja 7%, ne, 5% waren es, ne? Oder 7. Ja, FDP war 5. Ja, aber AfD, die geht's ja gerade. Die hatten 7? 5. Auch 5, okay. FDP war 7, AfD so. War 5. Naja. Also ich hätte unser Haus gerne auf so einem kleinen Hügel. Kriegst du das hin, Tim, wenn du mir das jetzt so alles abflachst? Ja. Super. Stopp. Das sieht ja nicht aus. Also so würde ich es gerne lassen. Ich glaube, wir hätten dieselbe Hop-Up-Unit und so, ne? Tim? Das weiß ich nicht. Ich glaube, meins ist älter. Hier steht nur für AK-Modelle, ja klar. Achso, wenn du jetzt kaufst. Ja. Ist alles dieselbe, ja. Was kaufst du denn, die Begadi-Dings oder was? Ich hab schon überlegt, entweder die von Begadi oder ich glaube bei der Cordon Cella gab es eine von Modify. Wollen wir anfangen, den Hive zu bauen, sobald das Gelände oben rum so sicher ist, dass wir da schlafen können, ohne überfallen zu werden? Was ist denn da der Unterschied in den ganzen Dingern? Weil eigentlich ist der ja vom Begadi aus Metall. Genau, das von Modify war irgendwie besser beschrieben. Muss ich angucken. Ich hätte kurz einen Link schicken. SHS ist auch aus Metall hier.
sogar mit Schiebelehre drin, also mit Zahlen. Nein, bau dir bitte eine Schaufel. Oh Mann, jetzt sagt sogar Netzmetrum mir schon, was ich zu tun habe. Ich meine, sogar die Mädchen im Kindergarten befehligen mich herum. Irgendwie habe ich es nicht so mit Autorität. Es wird keine Hopperprämie geliefert. Naja. Guck mal, die sind schnell. Das erste Video vom 14.02. wurde hochgeladen. Oha. What the fuck? Schick mal ein Ding. Wow, ich fühle mich so geliebt. Alessia schreibt gerade, dass ich genau die Sorte Junge bin, die gerne von Mädchen herum, also die Mädchen gerne herumkommen bei mir. Toll. Ja, ich freue mich total. Danke, das macht mir Mut. Nettes Kompliment. Link. Oh, guck bei Facebook. Link. Puh, halt die Fresse. Link. Das sollte ich überhaupt nicht vorlesen. Oh. Hab ich auch nicht. Ich habe es abgewogen und gedacht, das ist wohl noch nicht so richtig schlimm. Da ist mir wohl ein Fehler unterlaufen. Soundqualität ist ja voll für den Arsch. Echt? Wofür ist die? Wenn du dieses grässliche Wort schon sagen musst, dann sag wenigstens Popo. Das ist eben auch innerhalb der von irgendeiner wasserdichten Hülle. Oh ja, sehr gedämpft. Er lief da einfach nur vorbei in 1 Minute 20. Oh, nicht schlecht. Ich hoffe mal, Marc hat auch mal was getroffen. Wie? In seinem Spiel, im Airsoft. Ja, ja. Also, dass er auch mal was auf Video getroffen hat. Video. Hatte Marc auch die Kamera? Ach, guck mal, bei 3,35. Ja, bin ich noch nicht. Aber gehe ich mal hin, ja. Ich hätte gesagt, er schießt. Da gibt es nämlich oft solche Leute. Was ist denn da? Ja, auf die Distanz, ne? Ich habe das, glaube ich, einmal gemacht, weil ein Typ plötzlich da war und ich mich erschrocken habe. Aber ich habe überhaupt nicht gezielt oder getroffen. Trotzdem war es natürlich nicht so gut. Will ich mal an unserem Haus bauen und was passiert? Alessia nimmt mir die ganze Arbeit weg. Kriege ich bestimmt wieder Ärger.
Schade, dass da niemand reingelaufen ist in die Claymore. Von wie wird ihn ausgelöst? Nein, ich will dafür keinen Ärger. Meistens von einem Faden, aber da ist ja sogar ein Licht dran, also anscheinend Lichtschranke, aber warum? Ja, wurde sie nicht ausgelöst? Wir haben sie gefunden und keiner wusste, was mit dir los ist. Wir waren uns nicht mal sicher, zu welchem Team sie gehört. Und jetzt auf einmal. Ich glaube, jetzt mit der besseren Soundqualität wird es nicht notwendig sein, da so Hit reinzuschreiben oder so, ne? Reinzuschreiben? Ja, der schreibt immer Hit rein, wenn irgendjemand, wenn er getroffen hat. Weil die Soundqualität aber so gedämpft ist, dass man euch mal als Teamkameraden einen Meter entfernt versteht. Hast du es gelesen, Tim? Gott, meine Bilder. Was? Nee, ob Tim gelesen hat, dass die Bilder in der Kiste sind, aber hat er anscheinend. Ah, das war einer der Typen, der die Kamera seitwärts vom Kopf hatte, ne? Ja. Weißt du, welcher das ist? Nee. Ach doch, ja, sieht man ja, wer das war. Wer denn? Warte mal, der mit der roten Mütze hatte aber keine Kamera. Der war das nicht, ne? Du, ich weiß das nicht. Also auf jeden Fall am Ende ist einfach ein Foto von zwei Leuten. Achso. Naja, ist ja nicht mal gesichert, dass er überhaupt dabei ist. Also ich kann es kontrollieren, weil an einer Stelle hat er eben Mark gesehen und Mark hat an der Stelle eben das Video auch laufen. Deshalb kann man da schon feststellen, von wem das ist. Wer das ist. Muss ich mal überprüfen, wer das war. Mehr als 300 Aufrufe. GSP Airsoft ist anscheinend ein bisschen beliebter mit 34.000 Abonnenten. Das sind die GSP Airsoft-Leute. Von denen hatte Mark doch erzählt. Und hat sich so darüber gewundert, dass keiner von uns die wirklich kannte. Hier würde ich keine Fenster reinbauen. In den Lagerraum. Also, auf den Moment, wenn du hier tatsächlich schläfst, dann vielleicht schon. Aber jetzt ist das Haus größer. Da kannst du dir auch ein neues Schlafzimmer nehmen. Also, ich würde den Lagerraum würde ich hier zulassen. Einfach, weil wir die Wände zum Beispiel. Noch viel Spaß noch, Junge, ne? Ciao. Bin wieder weg. Einfach, weil wir die Wände für Öfen und so brauchen. Ups.
Moment, Tim. Ich muss mir gleich angucken, ob du das auch nach meinen Vorstellungen da baust. Nee, tust du. Alles gut. Jetzt von wegen Bergen? Wegen Berg oder warum? Ich würde den Aufgang zum Haus natürlich nachher noch anders machen, aber jetzt erstmal ist so besser. Ja. Oh, wir haben ja recht viel Eisen sogar, sehe ich gerade. Hat das jemand mitgenommen? Alles gesichert, ja. Super. Leider hat irgendjemand die Schallplatten vergessen, was die Jukebox sinnlos macht. Was ist denn das? Der Brewing Stand. Oh, wo haben wir den denn hier? Hast du ihn gebaut? Ja. Hm. Genauso die ganzen Bücher und der Verzauberungstisch. Und der Amboss. Also, es tut mir ein bisschen leid, dass er nicht mehr mitmachen kann, ne? Eigentlich war er ja recht nett. Mit Schuld. Ja, das ist das Problem dabei. Also die hat er ja wahrscheinlich tatsächlich, wenn er meine Diamanten abgebaut hat, ist er sogar nicht nur mitschuldig, sondern total verantwortlich. Habt ihr noch Sprengkohle? Mhm. Ich hab ein bisschen in die Kiste noch getan. Jetzt, ich soll das ein bisschen, vielleicht geht's diesmal einen Tacken zügiger mit dem Release des Videos, ja. wir lieben halt Qualität und, ne? Erst recht, weil er sagt, von wegen, sollte ja weniger Rohmaterial sein. Warum? Es ist weniger in der Dateigröße, aber Rohmaterial ist genauso viel, von der Zeit her. Außerdem mehr. Wir haben ja auch jetzt mehrere Kameras gehabt, oder? Eben. Also, eins... Vielleicht kann man die Optik noch ein bisschen benutzen, aber das zähle ich nicht als zusätzliche Kamera, weil sie nur kurz an war. Und die DSLR, ja. Zwei. Und dann noch die Funkaufnahme. Naja, das ist ja nicht wirklich Videomaterial, das aufzunehmen. Es ist aber Arbeit. Ja, aber kein Videomaterial. Ich habe aus der einen Funkaufnahme von 2 Stunden schon 30 Clips rausgeschnitten. Oha. Man könnte meinen, du gibst dir Mühe. Ja, ich bin da schon stetig dran, aber ich muss auch irgendwann lernen. Ja, also du musst auch Prioritäten setzen. Ne? Und mit meiner AK spielen. Ja, deshalb mache ich ja demnächst mehr mit Airsoft. Weniger mit Lernen. Genau. Ja. Diesen Sommer wird auf jeden Fall mehr gemacht. Bis jetzt habe ich 3 Tage frei. In der lernen Woche. Oder Airsoft? Airsoft. Lernen. Was ist das jetzt? Meine G18, die nicht funktioniert hat. Jetzt geht sie wieder. Ja. GG. Jetzt lag nur an der Kälte des Akkus. Also es ist noch nicht mal an der Waffe. Ich habe getestet, ob die, wenn die Waffe kalt ist und der Akku warm, geht trotzdem. Okay. Es ist immer nur, wenn der Akku kalt wird. Deshalb neuer Akku von Hobby King. Mhm. Das ist aber ein schlechter Akku, weil meine hat auch in Rostock funktioniert und da war es kälte. Ja, das war ja auch ein Schrottakku. Also bei mir hat auch alles gut funktioniert. Also dieses Mal ja sogar. Hat mich überrascht. Aber die Schussfrequenz ist wenigstens ganz gut. Ja, die klang gut. Macht auch Spaß. Ja, das stimmt. Das hoffe ich doch. Das hatte ich ja erwartet, das irgendwie zu testen, aber nein. Also ich habe so eine 1000-mal lieber als eine Gaswaffe. Ja, wobei das ja auch schon cool aussieht, ne? Noch ein bisschen Lärm machen. Für den Stream, damit alle sicher sein können, dass wir keine Nazis sind.
Ich bin jetzt mal ein Stream-Zuschauer. Mal gucken, wie toll das ist. Das ist total spannend hier. Ich baue hier Sand ab. Und also das kann ich nur empfehlen. Ich baue ihn nämlich auch ohne Schaufel ab. Ich bekomme das Chatfenster nicht mehr. Ach, da. Was ist ein Hive? Ja, wie kommst du darauf? Wann fangt ihr an, den Hive zu bauen, hat Let's Metro gefragt. Und außerdem sollst du dir eine Schaufel bauen. Ja, das hat sie aber schon viel früher gesagt. Und Len wird mit Doppel-N geschrieben. Nee, wird er nicht. Natürlich. Nein. Das glauben wir mal, aber das stimmt gar nicht. Dann wär's ja Len. Ja, aber nein, das stimmt ja nicht. Dann wärst du ja viel. Ja. Bin ich auch. Und Tim wäre Team. Ja. Das Kohle, das Kohle. Du hast Kohle übersehen. Ich brauch keine Kohle. Du hast Kohle übersehen. Geht auch für Zima Akas 74, was? Was fragst du denn da? Die Hop-Up. So. Seit wann hat er eine AK? Das hab ich denn auch, aber er hat doch gar keine AK. Vor allem hat doch niemand eine Waffe, will sich jetzt Hop-Up kaufen. Ehrlich? Das ist so die beste Idee aller Zeiten. Ich hatte gerade wieder das schöne Beispiel. Ich drück einmal bei der AK ab, die Klappe oben geht auf. Das sieht so geil aus. Ich finde die Vorrichtung auch unnötig. Die was? Die Vorrichtung, die du hast, damit das festgehalten wird. Ja, die ist voll für den Arsch. Dieses eine ja, Ding da, diese ein... Nur weil Paul nicht mehr da ist, heißt das nicht, dass wir keine Ordnung hier haben. Doch. So. Jetzt hält's. Oh, die AK in vollem Auto will ich haben. Bau sie um. Mhm. Land im Knast. Naja, nein. Du musst ja dann. Du kannst sie ja auch umbauen, indem du sie schwächer machst. Warum hast du so viel Sand aufgebaut? Für Glas. Wofür brauchst du Glas? Also einmal, damit wir die Fenster machen können. Und dann ist es... Dafür brauchst du 20 für maximal. Außerdem, wenn wir den Hive bauen, soll da ja auch Sonnenlicht auf die Farm scheinen. Was ist ein Hive? Ein Hive... Resident Evil sagt dir was? Hm? Ach so, das war dieses riesige Schiff, ne? Nee, das sind die Dinger in der Umbrella Corporation, die unterirdischen Gebäude. Umbrella Corporation war doch dieses riesige Schiff. Oh Mann. Oh Mann. Nein, das riesige Schiff war die Arcadia. Glaube ich, ne? Ja. Ich habe nur den letzten geguckt, den 6 Afterlife oder wie der heißt. Ja. Guck den ersten. Der erste und der zweite sind am besten. Ich stehe nicht so auf Zombies. Ja, ich eigentlich auch nicht, also nicht auf die Zombie-Filme an sich, aber ich finde Resident Evil ist geil. Aber gut, ist natürlich dir überlassen. Naja, war außerhalb vom Gelände alles gut. Werde ich bald bestellen. Warum willst du deinen Hop-Up haben? Also wenn du dir eine wenn er sich eine bestellt, dann wird die ja erstmal gut sein. Also wenn er nicht wieder am Geld spart. Willst du wahrscheinlich genau die kaufen, die du hast und dann sagen, die ist ja blöd. Ja, aber an der von Phil wurde ja unendlich viel rumgebastelt. Deswegen ist er auch spielbar. Ja, und er wollte sie nicht kaufen. Keine Neuware. Hat er gesagt? Ja, war nämlich ein Preisunterschied von vielleicht 20 Euro zwischen der und einer neuen. Also die hat jetzt 180, glaube ich, gekostet und 200 hätte sie neu gekostet. Und da hat er sich so gegen gewehrt und hat gesagt, was, keine Neuware, was ist das denn? Hat er lieber dafür nur so einen Preisunterschied. Dann habe ich gesagt, da ist noch ein MOSFET drin. Ja, aber das ist ja von einem Line eingebaut. Und hat deshalb, er das echt gesagt? Und deshalb mache ich das lieber selber. Alter, er ist ein Laie da drin. Ja, das hat er mir so geschrieben. Also, ich hoffe, er guckt jetzt nicht ins Spiel. Naja, aber ich meine, das als Line zu bezeichnen ist... Er guckt nicht den Stream, gut. Ich weiß. Und er ist noch nicht im Skype-Call. Ja, trotzdem will ich das, bin ich nicht so ein Freund von Lästern. Nein, okay, das stimmt.
Ich meine ja auch nur generell ist. Generell ist es halt komisch, Johannes als Laien zu bezeichnen. Ja, wenn der das definitiv ich. Mehr Ahnung hat als wir. Eigentlich brauchen wir einen Flammenwerfer nur gegen Hexen. Mein Minecraft macht keine. Was ist denn das? Warum sollte man ein gesamtes Hop-Up-System neu holen? Was willst du denn sonst neu drin holen? Das Gummi. Das habe ich schon neu, es hat nichts geändert. Ach so, okay. Also ich weiß nicht, es ist das Zusammenspiel also, zwischen Nozzle und Hop-Up. Okay. Da ist bei mir Luft. Okay, ja. Ich weiß nicht, wie man sowas feststellt, deshalb keine Ahnung. Ich will einfach nur, dass die präziser wird, deshalb. Ja. Deshalb denke ich, werde ich einfach nur erstmal das Gummi tauschen. Ja, wenn du noch eins jetzt über hast, dann... Ich habe ein kaputtes übrig, ja. Kaputtes? Hä, wieso? Das, du meinst hast doch ein neues gekauft, hast du gesagt. Ja, und das alte, ich musste ein neues kaufen, weil das alte kaputt war. Ja, aber wenn du jetzt ein neues Hubbub-System kaufst, ist ja ein Gummi. Da ist kein Gummi bei. Achso, okay, bei manchen schon. Jetzt Metro, bist du noch da oder mit wem reden wir da? Ja, die ist noch da. Dann sag doch noch, also... Echt, warum kommst du jetzt nicht in diesen ganz kleinen Skype-Call? Genau, entweder du kommst in den Skype-Anruf oder du kommst online. Eins von beiden, sonst töten wir dich. Ganz. Ja, bist du. Also Alessia fragt gerade, ob sie tatsächlich die ganze Zeit auf Offline-Anzeigen einfach eingestellt war. So, von drei Leuten. Ich habe Alessia vergessen, sorry. Ja, bist du. Du zählst halt nicht als aktive Skype-Nutzerin. Nee, sie hört ja tatsächlich auch nur zu. Kann sie auch genauso gut den Stream tun, was ich hatte. Das laggt dann ja viel mehr. Weil der noch Bild mitladen muss und... Also es ist einfach... Weil es praktischer ist. Ja, das stimmt, Delay hat er auch noch. Weiß ich, hat Alessia gerade geschrieben. Achso, der hat so durchgelayt. Okay, gut. Ich frage mich gerade, wo ich gerade im Stream bin. Warum baust du die Blätter ab? Ich will, dass die neue Saplings droppen. Also die fallen auch von selber runter, aber ich will es jetzt. Jetzt? Das geht als droppen aber eher was, wenn du sie nicht selber abbaust. Mir egal. Einfach nur warten. Einfach nur warten. So ist es viel, viel unwahrscheinlicher, dass sie überhaupt was verlassen. Ja, ich hab 47, das reicht ja wohl. Oh, 57. Jetzt hast du noch 47 bei mir. Ja, ich hab da noch 10 im Inventar. Achso. Weil ich mit 64 plus 10 angefangen habe. Auch toll, wie da jemand almost there geschrieben hat. All, Leerzeile most, Leerzeile there ohne E am Ende. Na, was hat der so geschrieben? Ich könnte mein Nipo noch bei dir haben. Er hatte mal ein Nipo. Ich hab ihn einen gekauft. Also, er hat mir, glaube ich, noch nicht das Geld dafür gegeben. Dementsprechend ist es noch nicht sein Nipo. Er braucht ja derzeit gar keinen. Und in der AK, in die AK passt der sowieso nicht. Ich könnte bei mir mal einen einbauen, fällt mir so ein.
So, und du, Let's Metro, sagst jetzt nochmal was sonst. Ja, ehrlich, wir sind enttäuscht. Wir sind ganz traurig. Wir machen den Stream gerade nur für dich. Was, wir haben vier Leute. Ja, nur für dich. Nur für dich, es sind doch nur drei. Weißt du, was wir hier gerade an Bandbreite nur für dich verschwenden? Nein, also wenn es nur für sie ist, würde ich es ja nicht verschwenden. Denn... Aufopfern? Ah, schon besser. Ich will da ja weggehen. Ich muss nur das Glas mitnehmen. Hier liegt noch eine Kiste rum. Ach, Tim hatte die Diamanten ja mitgenommen, ne? Dass der Typ, von dessen Haus wir zerstört haben, vorbeigekommen ist, um uns zu beleidigen. Ich meine, ist er auch selber schuld, wenn er sein Haus so unsicher baut, ne? Was? Wo kommt dieser riesige Baum her? Wie sieht's mit dir aus, Tim? Wolltest du jetzt auch nochmal so ein 1,3 Ampere-Stunden Lipo für die AK? Nee, ich baue erstmal keine ein. Nee? Warum nicht? Mein dicke Dings funktioniert noch und bevor ich nicht auf mehrtägige Verkauf, baue ich auch keinen neuen ein. Okay. Und wenn es nur aus Protest ist, weil er nicht das gleiche haben will wie Stelios. Er kann sich ja denken, er hat das gleiche wie ich. Das macht das nicht besser. Für Tim. Hm. Jetzt spammt ihr mir hier die Gruppe zu. Ich wusste, es war eine doofe Idee, Stelios da reinzuholen. Geil, auch nur 7 Euro. Der bei Conny war viel teurer. Aha. Der bei Conny hat 9,90 Euro gekostet. Der ist ja viel teurer. Und der hat 1,8 Amperestunden. Demnach also auch gar nicht vergleichbar. Was ist Versand? Fragt ihr gerade. Versand ist, wie wollen wir das umschreiben? Wie schreiben? Das Geld, was du der Post bezahlst, damit sie dein Ding irgendwo hinbringt. Nee, der fragt ja nicht nach den Versandkosten, sondern Versand. Was ist Versand? Ach so, der Eine Entrichtung an den Versendenden. Nee, das sind die Versandkosten. Das ist ja nicht die Entrichtung. Die Tätigkeit, jemandem etwas zuzubringen oder so. Ich google einfach mal nach Versand. Ja, eigentlich musst du nur diesen Wikipedia-Satz nehmen, der ganz oben steht. Nee, schick ihm einfach den Link. Von Google Versand, oder was? Nee, let me google that for you. Von Wikipedia. Wikipedia Versand. So. Versandhandel, umgangssprachlich? Ne, ich sende ihn. Okay, das ist jetzt zwar doof. Ach da, Begriffserklärung. Gut. Was ist Versand? Der Transport von Gegenständen und Artikeln. Die
Geh da mal rein. Erst recht, er kann selber nachgucken, was der Versand ist. Oder wenn wir es mal richtig nennen wollen, wie hoch die Versandkosten sind. Das wäre doch eine angemessene Frage. Ach, er ist Grieche, er kann es nicht besser. Was ist Versand teurer? Ist Versand teurer als bei Konrad? Als wie bei Konrad? Geh da mal bitte weg, Anna. Ich muss da Kisten stellen. Danke. Aber man findet wirklich nirgendwo auf der Seite die Versandkosten. Ja, die sind ja auch überbewertet. Postage Table da unten. Nach Germany von Netherlands to Germany $2.99. Ach, wag mal was, aus dem Warenhaus Afrika. Aus dem Warenhaus Afrika kriegst du gleich ein paar Flüchtlinge mit im Paket. Ungefragt. Hier ist zweimal Standard No Tracking Mail Netherlands to Germany aufgezählt. Zweimal genau dasselbe. Einmal für 2,99 und einmal für 3,55. Ich würde das teurere nehmen. Das teurere, meine ich. Ist immer besser. Teurere. Du gehst jetzt auf, aber wieso denn? Wer geht auf? Oh nein! Aber wir haben doch noch Zeit. Willst du einen elf Wochen alten Welpen haben? Ich kann, was? Du willst du einen 11 Wochen alten Welpen haben? Ja, aber wie kommst du darauf? Keine Ahnung, hat gerade jemand auf Facebook gepostet. Du hast aus Versehen auf das Bett von jemand anderem geklickt. Du gehst sofort in dein Zimmer und schläfst da. Hat das jetzt sein Ding resettet? Welches denn? Das hier, das ist meins. Und ich glaube nicht. Das linke, das ist, glaube ich, weiß ich nicht. Sollte nicht resettet haben. Bist du dir sicher, dass du jetzt Metro noch zuguckt? Die sagt gar nichts mehr. Mitbestehlen. Ja, einen für mich kannst du auch mitbestehlen. Hat das mit EH geschrieben? Ja. Oh Mann. Wir fahren jetzt nach Holland und klauen die Sachen. Das schreibe ich gerade. Ich habe aber keine Lust, nach Holland dafür zu fahren. Und dann fragt er, warum. Ups, was habe ich denn hier gemacht? Da habe ich ja ganz schön Mist verzapft. Sagt er jetzt bestimmt, hä, die haben doch Versand. Hä, die doch Versand. Hä, die Versand? Ich glaube, der überlegt gerade, hä? Hm, hä? Was? Wir haben doch gerade über was ist Versand geschrieben. Wir sind schon wieder so gemein. Es ist aber immer gerechtfertigt. Das ist egal. Man geht immer mit einer komplett neutralen Einstellung rein. Und er fängt an, damit sich ein Hop abzukaufen, bevor er sich eine Waffe holt. Vor allem, er weiß mit Sicherheit nicht, wo das reinkommt. Das schreibst du gefälligst selber. Doof. Du bist doof, dass du uns versuchst zu stoppen. Nee. Wovon würde ich euch denn stoppen? Stayos zu nerven, ärgern eher. Dissen. Okay. Weg zu betteln.
zu ownen. Was soll ich antworten? Wohin sollst du es schreiben? Es reicht, wenn du es bei Skype schreibst. Aber sie schreiben über Akkus. Ja, du kannst trotzdem kurz was reinschreiben. Tut mir leid, ich lese nun mal laut vor. Halt die Klappe. Das Halt die Klappe habe ich laut vorgelesen, um Ach so. Meine Meinung, um meine Aussage zu unterstreichen. Ich muss das nächste Mal in einer hohen Stimme machen, damit man es vielleicht unterscheiden kann. Ich soll jetzt roleplayen. Ich komme. Ich soll jetzt roleplayen. Ich komm sonst nicht. Was? Okay. Bis morgen. Na gut, bis morgen. Tschüss. Adieu. Damn. Hm? Hey, nein, das. Sie ist jetzt beleidigt. Kannst du mal bitte Tschüss sagen? Nein, du darfst gar nicht Tschüss sagen. Ich hab's, glaube ich, richtig geschrieben. Was? Tschüss, oder? Adieu. Nicht ganz. Adieu. Adieu. Gott. Ich glaube, ein Franzose kriegt gerade einen Herzinfarkt. Weißt du, wie man es richtig schreibt, Film? Nein. Ich würde so schreiben, vielleicht. Ah, ohne O, dann ist richtig. Nach, dann bestelle ich halt selber. Bestellen kann ich ruhig für dich mit. Oh Mann, ein bisschen gemein ist das schon. Er muss sich ja nur den Chat angucken. Ich habe ja sogar geschrieben, stehlen ist immer illegal. Sag ich doch. Nee, du, er wollte, dass du bestiehlst. Das unterstützen wir nicht. Muss ich das noch lange ertragen, Tim? Hm? Tim, bist du noch online oder bin ich jetzt der Letzte? Ich glaube, du bist der Letzte. Okay, dann baue ich hier nochmal eben meine Bäume ab und gehe auch schlafen. Das ist gar nicht so einfach, die Bäume abzubauen. Kaum habe ich irgendwo einen abgebaut, wächst woanders der nächste. Warum willst du die denn abbauen? Weil ich Holz brauche. Ach so. Oh, Alter. Also ich baue jetzt alle Bäume ab, die jetzt noch stehen. Und wenn da dann neue wachsen, ist mir das auch egal. Kann man sich ranhalten, ne? Woran? Ja, immer wieder die Bäume neu abzuhalten. Ja. Okay, wenn ich mich hier jetzt schnell genug von
entferne, dann wachsen vielleicht auch keine neuen mehr. Aber sie lassen immer mehr Saplings rein, die muss ich natürlich alle aufsammeln. Und in der Zeit wachsen wieder welche. Ja, sind überall jetzt andauernd neue. Egal, das reicht. Also, tschüss, Stream, wer auch immer jetzt noch zuguckt. Phil unter anderem. Let's wait. Das Phil und. Die ist bestimmt eingeschlafen. Ich glaube, die guckt das wirklich zum Einschlafen. Na, soll sie doch. Aufwachen! Das muss ein Schock gewesen sein. Oh, Phil. Ja. Du stöhnst schon wieder ins Mikro. Nicht. Hm. Ich habe noch ein Bild. Da. So, also gute Nacht, Stream, schlaft alle gut, bis